Letztes Mal bei den Raketenagenten. Das ist Deborahs Lied. Ein Lied zweier Seelen, deren Vertrauen wir haben, ihre Bande sind. Weißt du, was mir jetzt echt die Stimmung verderben würde? Die Wasserseife. Oh, guck dir den Arm hier mal. Oh, come on. Ist da jemand? Schieb den Wal. 1, 2, 3. Jemand muss die Eier retten, bevor die Piraten sie finden. Oh, bitte, will denn niemand meine Seele heilen? Er löst sich einfach auf und hinterlässt sein Gesicht. Mit Maske. Ist das jetzt unsere Aufgabe, sein Gesicht zu wahren? Ja. Schreib dieses Abschiedslied auf meinen Grabstein. Bitte hilf diesem Mädchen. Okay, ja. Singt wieder. Warum? Warum? Ich meine, hat er letztes Mal Aufhalten auf Aufhalten Schuppen. Gereimt. Schuppen. Ja, wieso? Die Zoras haben nun mal Schuppen. Ist halt eine Gesichtsschuppe. Lass mal einmal kurz weg und schon klaut dir hier andere das Gesicht. Schon wieder, das ist schon mal passiert, als du bei dem Goronen dazugekommen bist. Das ist schon mal so passiert. Eieiei. Hier ruht Mikar, der legendäre Zora-Gitarrist. Seine Musik soll unsere Erinnerung an ihn sein. Seine Worte verbleiben hier. Willst du Mikaus wieder singen? Okay. Darauf wollte ich hinaus, ja. Kampflied der Zora. Wir die Zora. Yay! Schlanke Flossen sind unser Kennzeichen. Drücke A und den Joystick, um das Meer zu durchpflügen. Drückst du R und gib dich ein Schild, der dich vor Feinden schützt. Vorausgesetzt, du hast Magie. Tauchen kannst du, wenn du B drückst. Oh, wir die Zora. Ein sehr spezifisches Lied. Ja, ne? Kampflied der Zora. Yeah. Mein Zorn. Yeah. Also, willst du das singen? Let's go. Mein zorniger Schlag wird ausgeführt durch B. Drücke B in schneller Abfolge, um ein Hagel von Schlägen zu entfachen. Schlaghagel? Für den vernichtendsten Schlag drücke und halte B. Lässt du los, zerschneidet meine Wut die Luft. Nice. Okay. Yeah. 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 Rocking. Rock. Rocking on Zoras Floor. Rocking on Ocean Floor. Wir sind Gitarrist. Mm. Oh, das Lied kenne ich. Das ist Through Fire and Flames. Oh, das ist großartig. Warte, das meint er. Kaboom. Das ist der mächtigste Schlag. Kannst ja auch so eine Boomerang-Flosse, ja, genau. Ja. Kenn ich auch noch. Aber das Beste kommt jetzt. Ja. Oh, jetzt schwimmen. Richtig krass. Richtig cross. Ich bin einfach crazy. Ich zieh nach oben. Ja, warte. Mach ich sofort. Ich will gleich ein bisschen Platz haben. Wie ein junger Delfin. Oh, ich bin einfach ins Nichts geflogen. Upsi. Einfach ins Nichts. Jetzt wirst du tot angespült. Das soll vorkommen. So ist ihm das auch passiert. Das passiert schnell mal, wie du siehst. Also machen wir mal diese Dings da. Ja, du verstehst. Ich starte. Hey, geile Eule. Und dann gucken wir, was ist hier oben. Das ist ein Haken an der Sache. Angeln wir? Maritimes Forschungslabor. Wie dran sie sind. Was bloß machen diese Zora? Was ist los, Kleiner? Du hier bist, um zu sehen, die Zora-Babys schlüpfen? Alter, bist du Yoda oder was? Ich auch bin sehr aufgeregt. Aber noch nicht eingetroffen sind die Eier. Eieiei. Ein bis drei Tage es dauert, bis Zoras schlüpfen aus ihren Eiern.
Sterben könnten, wenn sie nicht liegen, in diesem Aquarium. Oh. Die Wassertemperatur gestiegen ist. Der Grund dafür, dass seltsame Wetter sein muss. Zora-Eier sehr empfindlich sind gegenüber Temperaturschwankungen. Das sieht man Erderwärmung. Um schlüpfen zu können, der einzige Weg dieses Aquarium ist, welches ich vorbereitet habe vor einiger Zeit. Die Zoras ganz genau das wissen, trotzdem sie sehr spät sind. Obwohl etwas passiert ist in der Zora-Höhle, ich mich frage. Alter, die haben echt da Yoda reingemünzt? Jo. Was ist das denn? Geht ab bei denen. Muss ich jetzt das nächste sehen? Theoretisch glaube ich erstmal die Zora-Höhle tatsächlich. Da bin ich hier drüben, oder? Alter, guck diesen Jump an, das hat er gesehen. Let's go, wir schwimmen. Irgendwie mit den Schultertasten konntest du so ein krasses Schutzschild machen. Was ist dieses? Ja. Ein Blockenangriff gegen Dorf, das wäre schwer gewesen. In ein Delfin. Zora hört nicht hier drüben? Nee, das ist die Piratenbucht. Das war heute aber links, oder? Also wenn du zum Strand gehst. Echt? Für hört sich so lustig hier mit dem Wasser. Dann lies einfach mal. Was steht denn auf diesem geilen Schild? Zu Piratenfestung. Okay. Gut, das ist schon mal richtig. Bist du denn nicht im Weg? Ah. Links hast du diese? Bist du dir sicher? Da ist nix an Zora Höhle. Bei den links, da kannst du auch am Strand noch einen weiter. Links. Am Fest lang. Oder? Da, guck, da geht's zurück. Oh, nice. Die riesige Höhle da. Na. Vielleicht ist das hier die Zora. Na. Als ob. Ach, da war das Jumping-Puzzle. Oh. Alter, ich wollte so viel Krimskrams machen, ne? Ja, hey, du bist doch wie ein Kerl. Hast du eine leere Flasche von den Bibern bekommen, die oberhalb des Wasserfalls leben? Aha. Diese Kerle sind sehr schnell. Sie zu besiegen ist nicht einfach. Flaschenzeit, das ist. Ich hätte aber gar keinen Bock drauf. Oh. Hey, Mikau, würdest du nicht gerne mal wieder deinen Spezialangriff ausprobieren? Okay. Volltreffer. Ah ja, ich hätte sie fast weggesniped. Was ist los? Du hast wohl ein bisschen zu viel Zeit mit deiner Gitarre verbracht. Früher hast du es immer geschafft, alle Krüge beim ersten Versuch zu zerbrechen. Du bist viel zu steif, wie jemand, der das noch nie gemacht hat. Verzeih, aber ich muss für die zerbrochenen Krüge 10 Rubine einweihen. Erstmal Geld abgezogen. Erstmal Money abziehen, ich verstehe. Muss ich doch nicht denn da hinstellen? Allerdings. Allerdings. Oh. Verdammt! Was ist denn los? Ich bin ein bisschen steif gerade. Das hilft nicht. So? Ja, ich muss noch ein Stück nach hinten, aber probier das. Du hast ja nur 10 Rumine. Ah, wir haben das. Okay, ich muss noch ein Stück nach rechts. Den perfekten Punkt zu finden, ist aber echt fies. Noch 12 war. Offensichtlich. Ja, was ist los? Nimm meine 10 Rubine. Ich hab's ja. Es geht jetzt. Verdammt! Ich muss am Stück zurück. Ist ja gut. Ja. So sollte passen, oder? Ja. Boah. Boah, was? Krass. Da war ich zu weit nach vorne. Also, zwei nach hinten. Jetzt muss das aber passen hier. Genau in die Mitte. Jo, jawohl. Checkpoint. Hervorragend. Ja, beim ersten Mal. First try. Jetzt hast du ein Grinsen in deinem Gesicht. Da hast du 100 Rubine. Der Abzug von 10 Rubinen, also 10 Krüge. Los, mal wieder. Warte, gib dir mir jetzt mal 90 Rubine, wenn ich das jetzt hier mache. Kurz interessieren. Ich werde einen Schritt nach vorne gegangen, das ist ja ungünstig. Ja, ist er tatsächlich, wenn ich B drücke. Was ist los?
Jetzt hat er mir nochmal... Na gut, okay. Wir haben ganze 20 Rubine gemacht. Was nice. Money in the bank. Auf zur Zora-Höhle. Let's go. Ich glaube, da muss er aber am Strand weit. Ne, wieso? Ist das hier nicht so? Ach, da, ja. Wow. Lass mich in Ruhe, Digga. Stimmt, Digga, das, ne? Schutzschild aktivieren. Schutzschild? Schutzschild aktivieren. Oder was war hier? Geh mal weg, Digga. Geht nur drauf. Jetzt sind wir wieder Zoras. Siehst du? Der Zora-Band, die Big Band. Da muss ich rein.